uns gestern in der Redaktion noch gefragt, ob Sie heute wohl bei Ihrem Jahresrückblick sich auch auf Weltgeschehen beziehen oder nur auf Brandenburg. Jetzt ist das gar nicht mehr zu entkoppeln seit gestern. Was kann man eigentlich sagen? Zunächst mal sind wir alle noch geschockt. Ich habe das ja gestern Abend kurz nach 20 Uhr dann mitbekommen und wurden Telefonate geführt. Also gerade als jemand, der wie ich auch einige Jahre in Berlin selber gelebt hat, das geht einem schon richtig nah. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo auch viele Brandenburgerinnen und Brandenburger gerade bei den Berlinern sind. Ein Tag der Anteilnahme, ein Tag des Mitgefühls auch mit den Opfern. Und ich glaube, wir sind da gut beraten, auch in die Ermittlungen jetzt in Ruhe zu führen, die Ermittlungskräften alle Unterstützung zu geben. Ich habe gestern Abend auch dem regierenden Bürgermeister, dem Innensenator von Berlin, angeboten, alle Unterstützung zu leisten, die wir leisten können. Das heißt sowohl was Sicherheitskräfte betrifft, als auch natürlich in medizinischer Hinsicht. Und wir Brandenburger stehen auch dazu weiter bereit, aber heute ist erstmal ein großer Tag der Trauer auch hier im Brandenburg-Haus. Gehen Sie selbst auf Weihnachtsmärkte weiter? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unser Leben in Freiheit, unser Leben in einer modernen Gesellschaft nicht ändern. Wenn wir dieses Leben ändern, wenn wir unsere Gewohnheiten ändern, wenn wir unsere Gewohnheiten sozusagen dem Diktat von Terroristen und Extremisten anpassen würden, dann hätten diese ihr Ziel erreicht und das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind natürlich gefordert und das betrifft alle staatlichen Stellen, gerade die Sicherheitsfragen nochmal neu zu beleuchten. Das werden wir auch tun, da sind wir schon dabei. Aber ich glaube, diese freie Gesellschaft muss auch eine freie Gesellschaft bleiben und deswegen ist es ganz wichtig, dass jeder Einzelne sein Leben so weiterlebt wie bisher.